Drei Tage und drei Nächte lang herrscht im kleinen Dörfchen Guča in Serbien der absolute Ausnahmezustand. Auf den Straßen, Zeltplätzen und Gaststätten ertönen Tag und Nacht die Trompeten. Tonnenweise fließen Bier und Rakia. Auf geht's, Party! Blasorchester aus ganz Serbien spielen hier um die Wette. Alle mit dem gleichen Ziel. Sie wollen die goldene Trompete gewinnen. In Novi Sad haben die Musiker um ihren Bandleader Daniel Kostic den regionalen Vorentscheid gewonnen. Jetzt dürfen sie im serbischen Eldorado der Blasmusik um die goldene Trompete kämpfen. Mit in der Kapelle ist Maria. Sie wird die einzige Trompeterin in Guča sein. Daniel ist aus dem armen Süden in den reichen Norden Serbiens migriert. Hier lebt der junge Vater mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Ohne seine Familie hätte er wohl nie den Ehrgeiz entwickelt, einer der besten Trompeter der Region zu werden. Ich bin mit 16 Vater geworden. Ich habe das nicht richtig begriffen, bis zu dem Tag, als meine Frau das Baby auf die Welt brachte. Als wir dann alle zu Hause waren, ist mir klar geworden, dass ich die Verantwortung für meine Familie übernehmen und arbeiten und kämpfen muss. Für mein Kind, für meine Familie, für meine Karriere. Im Alltag müssen wir dorthin reisen, wo man uns für Hochzeitsmusik engagiert. Gott sei Dank haben wir Arbeit. Man kann nicht sagen, dass man davon konstant leben könnte. Aber wenn die Hochzeitssaison kommt, läuft es prima. Sechs Stunden südlich von Novi Sad, im Grenzgebiet zum Kosovo, liegt der Heimatort von Daniel. Diese Region gilt als das Armenhaus Serbiens. Vor über 10 Jahren hat er die Heimat verlassen, um mit der Musik im Norden Serbiens sein Geld zu verdienen. Jetzt erzähle ich euch meine Geschichte. Wir gehen jetzt in das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und das ich verlassen habe, einem besseren Leben entgegen. Es lebten hier mehrere Familien, viele Leute und alles war schön. Doch jetzt sind alle weg. Sind nach Deutschland, Schweden, Dänemark oder Belgrad und nach Novi Sad gegangen. Das Dorf ist jetzt fast leer. Nur einige ältere Leute sind geblieben und ein paar Häuser. Ich freue mich sehr, mein Haus und den Rest meiner Familie zu besuchen. Großvater Zoran ist ganz alleine im Haus der Familie übrig geblieben. Vor seinem großen Auftritt möchte Daniel noch den Segen von ihm bekommen. Wo bist du, Meister? Die Nachricht vom Erfolg beim Vorentscheid verbreitet sich schnell. Keiner hat mir gratuliert, obwohl alle davon gehört und gewusst haben. Ja, alle haben von dem Erfolg gehört. Wenn Gott will, auch in Guča. Sei nicht hochnäsig, nur weil du den Vorentscheid gewonnen hast. Du musst bodenständig und immer ruhig bleiben. Immer anderen Menschen behilflich sein. Du weißt, wer du warst. Wir haben von null angefangen. Ich bin so erzogen und werde so bleiben. Zu Ehren seines Großvaters proben Daniel und alle Orchestermitglieder aus dem Süden zum letzten Mal vor dem Auftritt in Guča. Insgesamt besteht ein Trompetenorchester aus 10 Mitgliedern.
Jetzt muss Daniel mit nur 6 Musikern seine beste Leistung zeigen. Niemand von uns kann Noten lesen. Wir haben keine musikalische Ausbildung. Wenn man das nicht hat, muss man was anderes haben. Vor allem ein gutes Gefühl für Musik. Kurz gesagt, man muss in die Musik verliebt sein. Bewegt euch mehr, wenn ihr spielt. So wie die Musik läuft, sollt ihr tanzen. Ihr fallt schon nicht runter. Einfach auf der Stelle zur Musik tanzen. Der Großteil des Orchesters kommt aus dem Süden. Hier in Libanon sind die Roma die größte Minderheit. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 50%. Zukunftsperspektiven gibt es nur wenige. Viele junge Menschen verlassen die Region auf der Suche nach Arbeit. In der Roma-Siedlung lebt der 14-jährige David, das jüngste Mitglied des Daniel Kostic-Orchesters. Vater, Bruder, alle in der Familie sind Trompetenspieler. Und das in 4. Generation. David hat nur 4 Jahre die Grundschule besucht. Ich habe die Schule vernachlässigt. Ich bedauere das nicht. Mit der Schule kann man vieles erreichen. Aber ich bin es gewohnt, mit der Trompete mein Geld zu verdienen. Mit 14 Jahren verdient David sein eigenes Geld und unterstützt die Familie. Die Trompete ist unser Leben. Meinem Mann und meinen Kindern bedeutet Trompete alles. Wir leben von ihr. Die Trompete ernährt uns. David hat angefangen, zur Schule zu gehen, aber die Trompete hat ihn mehr angezogen. Schon mit 8, 9 Jahren lernte er, Trompete zu spielen. Trompetenspieler sind in der serbischen Gesellschaft sehr anerkannt. Die Trompete ist mein Verstand. Mit der Trompete kann man sich besser durchsetzen. Und sie kann den Menschen überall hinführen. Für David beginnt die lange Reise nach Guča. Die Mutter schüttet beim Abschied Wasser auf seinen Weg. Das soll Glück bringen. Möge alles so glatt laufen wie auf dem Wasser. Jede Mutter wäre so froh, wenn sie erfahren würde, dass ihr Sohn vorankommt, dass er auf der Bühne steht. Ich bin so stolz auf ihn. Ich freue mich unheimlich. Dieses beschauliche Dörfchen namens Guča in Westserbien soll in den kommenden Tagen zum Epizentrum der Trompetenmusik werden. Seit 58 Jahren findet das Festival statt. Sein Bekanntheitsgrad wächst von Jahr zu Jahr. Das Festival gilt als sehr lukrative Jahreszeit. Den Rest des Jahres leben die Dorfbewohner vornehmlich von der Landwirtschaft. Familie Stanic betreibt hier in der 7. Generation einen Bauernhof. Vater Milenko Stanic muss schnell den Traktor reparieren. Der Hof muss für das Festival vorbereitet werden. Selbst die 75-jährige Großmutter packt noch mit an. Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Den ganzen Tag sind wir bei der Arbeit. Im Hof, im Stall und auf dem Feld. So ist es. Bevor das Brot gebacken wird, muss man den Teig kneten. Und so machen sich die Enkel auf, um den zukünftigen Zeltplatz für das Festival vorzubereiten. In ein paar Tagen wird das hier alles voll sein. Unten beim Fluss, da wird alles voll sein mit über 1000 Autos. Und hier ist dann der Campingplatz. Wir erwarten und erhoffen mindestens 100 Leute.
5 € kostet die Parkgebühr pro Tag. Der durchschnittliche Monatslohn liegt in Westserbien unter 300 €. Kein Wunder, dass die Bewohner auch von einer fünften Jahreszeit sprechen. Ab Donnerstag erwarten wir dann die Gäste. Und dann sollte es so sein, wie es immer ist. Das sind nur 4 Tage. Von dem, was man verdient, kann man nicht das ganze Jahr leben. Aber immerhin. Das Festival ist eine zusätzliche Geldspritze. Es hilft ein wenig, dass das Haushaltsbudget aufgefrischt wird, dass man leichter atmen kann. Bis nächstes Jahr und dann wieder von vorne. Die Reise nach Guča kann beginnen. Kein einziger Musiker bekommt dort eine Gage. In Guča geht es nur um Ruhm und Ehre. Ich denke, dass es eine gute Investition ist, auf dem Festival in Guča aufzutreten. Es ist gut für die Karriere. Viele Leute können dich kennenlernen und sehen. Jungs, noch eine Frage. Fahren wir nach Guča? Los geht's! Für den Erfolg hat Daniel sich noch zusätzliche Verstärkung besorgt. Maria und Rajan sind Musikstudenten aus Novi Sad. Maria wird die einzige Trompeterin in Guča sein. Die Leute finden interessant, dass ein Mädchen in der Band ist. Manche wundern sich, aber ich denke, dass es für unser Band-Image gut ist. Rajan ist ein außergewöhnlicher Tuba-Spieler. Auch er kann keine Noten lesen. Denn Rajan ist nahezu blind. Da ich nicht sehen kann, lerne ich Noten auswendig und spiele für Orchester und Ensemble ohne Noten. Mit ihrer Vielfalt ist die Band einzigartig. In Serbien gibt es keine Band, die so durchmischt ist. Unsere Band hat schwarze und weiße Musiker. Aber das Vergnügen und das Schöne ist, dass wir alle prima zusammenpassen. Alles funktioniert optimal und es entstehen neue Freundschaften. Und das zeigt, wie wir Unterschiede zwischen den Nationalitäten überwinden. Alles ist angerichtet für die schräge Festival-Folklore. Mittlerweile zieht es immer mehr internationale Touristen nach Guča. Besonders am Donnerstag, dem ersten Festivaltag, wenn die Mehrheit der Serben noch arbeiten muss. Ich weiß nicht genau, warum dieses Festival von so vielen Franzosen besucht wird. Wahrscheinlich, weil es kostenlos und cool ist. Das Festival in Guča ist ein Pflichttermin für viele Balkantouristen. Die Trompetenkultur in Frankreich ist groß. Deshalb hören wir bei uns viel von dem Guča Festival. Anders als in Frankreich kommt hier die Party direkt zum Zelt. Auf geht's, Party! Du bist in den Straßen, trinkst dabei etwas und unterhältst dich mit Leuten. Und dann kommt das Orchester um die Ecke und fängt an zu spielen. Alle tanzen, singen und dann gibst du etwas Geld. Es ist spontan, es ist lebendig. In Guča geht es um Interaktion zwischen Musikern und auch zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Nur das Orchester hat einen schlechten Start ins Festival. Nach 8 Stunden Fahrt sind die Musiker entkräftet. Alle Orchester, die am Wettbewerb teilnehmen, schlafen im Haus der Trompete. Hier kennt jeder jeden. Und die Kapelle darf zum ersten Mal in Guča ihre Kollegen und Konkurrenten begrüßen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit vor dem ersten Auftritt. Gleich haben wir einen Straßenumzug. Und tragen die Nationaltracht aus der Region. Das ist die Tradition bei uns in Serbien. Bei der Parade am Nachmittag präsentieren sich die Orchester auf der Straße.
Jede serbische Region ist im Wettbewerb vertreten. Auch internationale Bands zieht es nach Guča. Alle sind immer so freundlich und glücklich. Wir tanzen einfach herum und sie akzeptieren uns. Das ist zu Hause ganz anders. In Guča geht es um Vielfalt und Entfaltung. Das gilt auch für den Sound, und zwar wortwörtlich. Ganze Kapellen gehen unter im musikalischen Chaos. Den Gästen ist das egal, aber den Musikern macht die Kakophonie zu schaffen. Alles in allem war es ganz toll. Das war nur ein besseres Warm-up. Richtig los? Geht's erst abends. Nur die Band Fara Fanfara aus Portugal hat noch Kraft für einen spontanen Auftritt. Wie alle anderen Bands bekommen auch sie kein Geld. Straßenkonzerte sorgen zumindest für das Überleben. Wenn sich der Himmel in Guča violett färbt, strömen die Massen ins Dorf. Souvenirshops, Restaurants und Bars säumen die wenigen Straßen. Mit Einbruch der Dunkelheit ertönen wieder die Trompeten. Für die Musiker heißt das zugleich Spaß und Arbeit. In Guča können sie an einem Tag mehr als sonst in einem Monat verdienen. Das beste Restaurant Gučas ist für die Straßenmusiker tabu. Der Inhaber lässt hier nur prominente Kapellen spielen. Auch die bekommen keine Gage, aber dafür dicke Trinkgelder. Ein Orchester sollte preisgekrönt sein. Meine Gäste sollen die Musiker lieben. Es gibt eine große Konkurrenz zwischen den Bands. Die Orchester können hier 500, 2000 oder sogar 5000 Euro verdienen. Noch muss Daniel die Szenerie von außen betrachten. Um richtig abzukassieren, muss die Kapelle erst einmal die goldene Trompete gewinnen. Das Orchester, das gerade im Restaurant spielt, kann ich wirklich nur loben. Sie sind sehr gut. Konkurrenten? Klar sind das Konkurrenten. Mittlerweile ist es nach Mitternacht. In Guča wird bis zum Morgen gefeiert. Daniels Bandmitglieder unterstützen auch andere Orchester. Ehrensache. Man lebt vom Trinkgeld. Und wenn dir jemand Geld gibt, dann solltest du auch großzügig sein, damit es zurückkommt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Musiker geben gerne Geld für Musik aus. Um 3 Uhr nachts sind die Straßen noch immer voll. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Wer den nächsten Tag in Guča überstehen will, braucht entweder eine kühle Erfrischung, ein Rakija, das serbische Nationalgericht, eine ordentliche akustische Dröhnung oder einfach alles.
Man gibt hier viel Geld aus, für Getränke, für Musik, für Spaß. Alles kostet Geld. Guča ist ein Festival der Gegensätze. Es ist nicht nur in der alternativen Szene beliebt, sondern auch bei serbischen Nationalisten. Nationale Symbole sind der Verkaufsschlager in Guča. Doch nicht jeder Käufer scheint ein Nationalist zu sein. Serben, Franzosen, Briten, alle, auch die Russen. Alle Völker, die uns mögen, kaufen diese Souvenirs. Einige kennen die Bedeutung und andere kaufen es nur als Souvenir. Das sind unsere historischen und nationalen Symbole. Unter den Besuchern finden sich ultrarechte Nationalisten, Teilzeitpatrioten und Feierwütige aus der ganzen Welt. Rechte wie linke Aktivisten, Hipster und Hippies. Dieses Wirrwarr, übertüncht von Trompetenlärm, macht das Festival so bizarr, so ausgelassen und verrückt. Und fast immer geht es ohne Aggressionen ab. Der Abend der Entscheidung ist da. Das Daniel Kostic Orchester steht kurz vor dem lang ersehnten Auftritt. Wir haben für heute Abend die ganze Energie gesammelt. Ich hoffe, dass wir es krachen lassen. Wir sind hier, um zu gewinnen. Gebt euer Bestes. Seid ihr einverstanden? Im Stadion befinden sich tausende Zuschauer. Auch das nationale Fernsehen überträgt die gesamte Show. Serbien sucht den nächsten Trompeten-Superstar. Fehler sollten jetzt vermieden werden. Soll ich ihm sagen, wenn wir bereit sind? Dann sage ich dir 1, 2, 3, Rajan, und bei 3 fängst du an. Hier kommt das Trompetenorchester von Daniel Kostic aus Novi Sad mit dem Wettbewerbsbeitrag Danilov Čočić. Jetzt muss die Jury entscheiden. Wir sind gekommen, um einen Preis zu gewinnen und hoffen auf den ersten Preis. Super. Ich bin zufrieden, wie wir gespielt haben. Das Üben hat sich gelohnt und all die Stunden, die wir geprobt haben. Es war super, mein Bruder. Ich fühle mich besser, als ich dachte. Ich hatte nur ein bisschen Lampenfieber. Das ist unser erster Auftritt, unser erstes Jahr im Guča-Wettbewerb. Und ich bin überglücklich und zufrieden mit meinem Orchester und mir. Ich habe mein Bestes gegeben. Meine Band hat mich in jeder Hinsicht unterstützt, sodass wir heute Abend das Beste geleistet haben. Jetzt entscheidet die Jury. Alle Musiker starren gebannt auf die Live-Übertragung. Nach und nach werden die Gewinner der einzelnen Kategorien ausgerufen. Insgesamt werden 11 Preise vergeben. Bis jetzt hat das Orchester von Daniel keine Auszeichnung gewonnen. Doch es stehen noch einige Kategorien aus. Die
Der Preis für den besten Tuba-Spieler wird ausgerufen. Es ist Rajan. Stolz führt Daniel den Musiker auf die Bühne. Ich bin sehr zufrieden, dass wir den Preis zum ersten Mal gewonnen haben. Das ist ein großer Erfolg. Lange Zeit hat Rajan für diesen Moment geübt. Und nun hat er die Anerkennung auf der großen Bühne bekommen. Auf der Bühne war es richtig gut. Mein Orchester und ich, meine goldenen Tiger, wir haben unser Bestes gegeben. Und wir haben richtig gut gespielt, was wir so lange geprobt haben. Kucha, für die einen das schrägste und vielleicht günstigste Musikfestival der Welt und für die anderen die Bühne für den größten Erfolg ihres Lebens.